Ayurveda bietet dir reichhaltige Tipps an, wie du deinen Schlaf gut unterstützen kannst und es vor allem fördern kannst, dass du einen guten Nachtschlaf findest. Im Ayurveda ist es so, dass zu jeder Tageszeit eine gewisse Energie oder ein gewisses Naturelement vorherrscht. Das heißt, am Abend zwischen 18 und 22 Uhr ist so das erdige Element, das, was uns in die Ruhe bringt, zu unserer Basis zurückbringt, unser Kapha-Dosha vor allem aktiv. Und diese Energie können wir eigentlich ganz gut nutzen, um in den Nachtschlaf zu kommen. Denn wenn wir diese im Positiven schwere Kraft nehmen, hilft uns das sehr beim Einschlafen. Das heißt, Tipp Nummer 1 ist, dass du vor 22 Uhr idealerweise ins Bett gehst. Von 22 Uhr bis nachts um 2 Uhr ist dann das Pitta-Dosha vorherrschend, also das feurige Element, das wirklich für die Transformation in deinem Körper zuständig ist. Und das sollten wir natürlich idealerweise in der Nacht nutzen, dass der Körper sich regenerieren kann und nicht um zu dieser Zeit noch am Schreibtisch zu sitzen und Dinge zu erledigen. Die zweite Nachthälfte ab 2 Uhr bis in die frühen Morgenstunden ist geprägt vom Vata-Dosha. Das ist das luftige Element oder die luftige Bioenergie, die wirklich dafür sorgt, dass du sehr lebendige Träume hast, dass neue Inspirationen kommen können, dass du wirklich neue Ideen entwickeln kannst. Und vor allem in den frühen Morgenstunden fängt dein Körper dann auch an, Hormone zu produzieren, vor allem das Cortisol, dass du in die Aktivität kommen kannst und dann gut aufstehen kannst. Du merkst also, wenn wir alle drei Doshas integrieren für einen gesunden Schlaf, dann kann unser Körper und unser Geist wirklich vollständig abschalten und sich wieder aufbauen. Was kannst du tun, um das zu fördern? Nun, der erste Tipp war ja schon, um 22 Uhr bzw. davor ins Bett zu gehen. Was kannst du noch machen? Es ist wichtig, dass du abends eine leichte Mahlzeit zu dir nimmst, dass dein Verdauungstrakt nicht zu sehr beschwert ist und deine ganze Energie in deine Körpermitte fließen muss, um eben die späte Mahlzeit nochmal zu verdauen. Du kannst am Abend darauf achten, dass du dir mit einem warmen Getränk, welches du mit Kräutern anreicherst, hier auch die Ruhe in deinem Nervensystem, in deinem Körper gönnst, um in die Entspannung zu kommen. Des Weiteren ist es ganz, ganz wichtig, aus ayurvedischer Sicht am Abend die vielen Außenimpulse abzuschalten. Das bedeutet, mindestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen wirklich das Smartphone oder auch den Laptop zur Seite zu legen. Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist das sehr wichtig, denn das Smartphone wie der Computer haben ein sehr blaues Licht, ein sehr kühles Licht, was aber unserem Gehirn suggeriert, es wäre Tageszeit und dafür sorgt, dass die Hormone ausgeschüttet werden, die uns wach machen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn wir schlafen wollen. Des Weiteren ist es wichtig, dass du wirklich in einer ruhigen Umgebung schläfst, die dich in einen wohligen Zustand versetzen lässt. Das heißt, dass dein Schlafzimmer kühl ist, dass es ruhig ist. Und auch hier kannst du natürlich noch ein wenig dafür sorgen, aus ayurvedischer Sicht, dass du gut runterfährst, indem du zum Beispiel entspannte Musik einsetzt oder ein paar Atemübungen oder Meditation vor dem Schlafengehen integrierst.